Was geht, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von 5 Dinge. Und diesmal ist es so etwas mit People's Choice. Ja, da steht es. Und diesmal haben wir uns eine Idee, also habe ich mir eine Idee von einem guten Let's Go-Fan hinausgepickt. Und das wären Top 5 Weltrekorde. Und ich habe mir diesmal die coolsten, größten Weltrekorde herausgepickt. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Bei der Top 5 habe ich gewählt einen ausgewachsenen Liga. Das ist eine Mischung aus einem männlichen Löwenmännchen und einem weiblichen Tigerweibchen. Was du nicht sagst, Felix. Jedenfalls sieht er ungefähr so aus und ja, der Gute ist 1,25 Meter groß, 3,33 Meter lang und bringt 418 Kilo auf die Waage. Das ist ziemlich viel, wenn ihr mich fragt. Er lebt in der USA in South Carolina in einem Naturschutzgebiet. Süßes Kätzchen. Etwas, das meiner Meinung nach auf keiner, wirklich keiner Top 5 Weltrekordliste fehlen darf, ist der größte Burger der Welt. Er wiegt 352 Kilogramm. What the fuck? Ja, und kostet 3865 Euro. Man muss ihn außerdem 48 Stunden im Voraus bestellen, aber ich meine, das geht ja noch bei einem Burger von der Größe. Immer was für alle, die gerne shoppen unter euch. Der größte Einkaufswagen der Welt ist 16,6 Meter groß. Zumindest würde in diesen Einkaufswagen der Burger ziemlich gut reinpassen. Als nächstes für alle kulinarischen Liebhaber unter euch habe ich das größte Restaurant für euch herausgefunden. 6014 Plätze, eine Küche mit 2500 Quadratmetern und 1800 Angestellte. Das ist ziemlich groß. Meine persönliche Top 1 ist allerdings der größte Stuhl, der jemals angefertigt wurde und ob ihr es glaubt oder nicht, er wurde von XXX Lutz angefertigt. Und zwar in St. Florian, das ist in Österreich und ja, er ist ungefähr 30 Meter hoch. 30 Meter, das wäre so 30 mal ich. Als kleine Anmerkung am Schluss nochmal, wollte ich nur mal sagen, dass ich meine Rekorde alle aus diesem Buch hier habe. Von 2014. Warum 2014? Weil das von 2015 leider nicht zu finden war. Jedenfalls hoffe ich trotzdem, dass es euch allen gefallen hat und wenn ihr im Web oder so zufällig etwas findet, was größer ist oder so von den Dingen, die ich jetzt genannt habe, dann fände ich es ziemlich cool, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt und fände das mal echt interessant. Gut, dann würde ich mal sagen, wir kommen zur Auflösung des Rätsels. Das letzte Rätsel lautete wie folgt. Es hat keine Farbe, aber man kann es sehen. Es wiegt nichts, aber Gegenstände werden dadurch leichter. Das war ein Loch und herausgefunden haben das... Sif Webber, Only Alex, Luke 4659 LP und Cami Torres. Einen herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner und zwar mal einen Glückwunsch der anderen Art. Kommen wir nun zum heutigen Rätsel, und zwar heißt das, wenn du nicht weißt, was ich bin, bin ich etwas. Wenn du weißt, was ich bin ich nichts. Was bin ich? Schreibt mir eure Antworten wie immer in die Kommentare below. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gut. Bye!